sind wieder Badezeiten. Natürlich. Oh, das war ja gut. Ist das Ja. Was der Elefant da macht? Er spielt mit dem Ball. Geh mal ganz kurz runter, du kannst hier unter das Elefantengehege hier durchsehen. Guck mal drauf. Ich muss mal mein Handy rausnehmen. Moment. Ich nehme das so gut wieder hoch. Ich will das wegmachen. Oh, weil. Ja. Ich habe schon wieder alle da ran. Deswegen ist der ja ich sing genau hier nach. Es kann davon kommen, kannst du die mal sichern, bitte?
Huwag mo nang siyang mag-blend ko. Chocolate! Guck mal, was der macht. Der spritzt mit dem Wasser. Der geht zu dem Spiegel, das ist mehr. Na los, aber ich bleib hier. Wir wollen gerne auch mal gucken. Thank you.
rein, meinst du? Das ist keine Lust mehr. Nee? Das kann man ja auch raus. Da kann man raus machen. Was kann ich früher machen? Gucke mal, ich kann die Äpfel da, das ist eine Äpfel. Da muss ich durchgucken, das siehst du anders.
kommen die alle ins Wasser. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Sag uns, weil die Begegnungen hier in der Halle angeht, ist das auch ein bisschen der natürliche Instinkt für unsere Tiere. Ja, auf dem Feier nach Kursen, weil es wirklich ist, ist immer ganz angemessene Zeit, gerade warten zu gehen. Und das ist das dann meistens auch bei unseren Tieren. Ja, die Äpfel, die gerade schon erwähnt, dienen bei so ein bisschen als Integrationsunterstützung, damit einmal am Vormittag und später nochmal am Nachmittag die quasi als Besucher auf Baden den Elefanten sind. Und deswegen gibt es quasi so ein paar Äpfel als Belohnung und als Integrationsunterstützung. Ja, wir haben hier unsere Leistung, wie gesagt, 11 asiatische Elefanten. Wir sind erstmal kurz mit den Tieren vorstellen. Sie sehen hier gerade unseren aktiven Herdenverband. Und wir hier unsere Leistung haben eben auch das große Glück, so einen natürlichen Herdenverband hier herstellen zu können, beziehungsweise hier halten zu können. Denn das war leider nicht immer so. Es war relativ lange für uns gelöste Haltung. Es waren relativ viele Elefanten, die nicht miteinander verwandt waren. Meistens waren das ehemalige Arbeitselefanten, die dann meistens nach der Sommerzeit, nachdem sie eben keine Leistung mehr in der Asien hatten, ja, die Elefanten als kurze Elefanten erbracht haben, was sie dann in die DDR verkauft. Und da hatte man eben 17 Jahre in der Notverhaltung von Elefanten, die sie einerseits nicht kannten, die sie nicht verwandt haben. Und deswegen war das meistens auch immer mit der ein oder anderen Problem behaftet. Denn Elefanten sind sehr, sehr sozial entwickelt und wissen ganz genau, wer zu ihrer Familie gehört. Und deswegen ist es eben auch ganz wichtig, so einen aktiven und vor allem gewachsenen Herdenverband neben der Notverhaltung helfen zu können. Ja, eine unserer wichtigsten Kühe hier im Herbstverband ist unsere leidige Keva. Keva ist relativ leicht zu erkennen. Keva kommt eben noch aus Freier Natur, wurde damals noch aus Asien als Arbeitselefant ausgebildet. Und Keva hat eben im hinteren Bereich des Rückens noch zwei Sterne. Und diese beiden Sterne wurden ja quasi von der asiatischen Postbehörde, der ostasiatischen Postbehörde, quasi eingebrannt. Deswegen mussten sie zum Beispiel Rinder mit Brandzeichen bekommen. So war das bei Keva eben auch. Keva hat hier im Herdenverband mehrere Töchter, mehrere Enkel, die das auch sein sollten. Wir haben hier drei Generationen vom Feld. Eine ihrer Töchter aus Panda, Panda ganz vorne im Backbecken dabei. Da kämpft man mal ganz gut an ihrem Helden-Rüssel-Ansatz. Und Panda ist momentan der älteste Töchter für den Aktiver. Dann haben wir noch eine Tochter von der Keva mit dem Zusatz, die sind hier gerade rechts am Backbecken. Die sind dann zweitälteste Töchter der Bauernjörg. Bauernjörg und Kiefer sind ein bisschen unser Zusatzdurchschnitt. Ja, wir haben wieder ganz Wasser zu legen. Super, der kleine Fisch unserer genau. Mama. Ja, das ist hier auch immer mal so ein Zahljahr. Und die letzte im Herdenverband ist die Rani, unsere jüngste Mütze der Savani. Rani ist die einzige Elefantin im Herdenverband, die rein familiär, rein genetisch mit dem Fischtierchen verwandt ist. Ist natürlich aber überhaupt nicht schlimm, denn wir haben es geschafft. Rani, sie haben die Herde mit den Tieren, die sind immer Herde. Gibt es aber natürlich eine gewisse Rangfolge. Und da sagen wir, dass ein aktives Herdenmitglied ist, ein gewachsenes Herdenmitglied, aber eben kein Familienmitglied. Ist hier eben in der Anzeige ganz gut gewürzt und deswegen die Parade, gerade die produzierte Basis, eher ein bisschen im Hintergrund, das ist dann ziemlich nach vorne draus, weil eben die Äpfel dann eher den langen höheren Tieren produzieren. Ich wollte mich da natürlich auch keine Gedanken machen, weil ich sage, da gibt es ja nicht nur Äpfel, die wir gerade reinwerfen, machen einerseits die Elefanten nicht satt, andererseits die Hungerfreien sind, wenn sie jetzt nicht die Äpfel bekommt und gerade im Park zu laufen, kommt natürlich rein, die ganz trotzdem. Auch die Vibration an Äpfel, da muss ich da gar keine Gedanken machen. Ja, wir haben noch drei weitere Elefanten hier zu leisten. Die beiden Bullen, einmal Bollnamm. Bollnamm ist unser Fuchsbulle, 22 Jahre alt, unser größter Elefant mit über 3 Metern, ungefähr 50 Gewicht. Und Bollnamm ist auch 22 Jahre hier zu leisten geboren, hat uns seine Sturm- und Tankphase im Anzugzug verbracht. Und ist jetzt seit einigen Jahren wieder hier in unserer Leipzig, um eben zum Zuchterfolg zu sorgen. Das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Dann haben wir für Jungtiere, kann man das ja relativ gut sehen. Und Moinam hat momentan die Gesellschaft von Esther. Esther ist 8-jähriger Jungbulle, auch ein Sohn von der Keva. Und so ein Elefant wurde wirklich mit 7, 8, 9 Jahren langsam geschlechtsreif. Der wird ihm dann relativ deutlich von der Herde gezeigt, dass er eben hat, ob er sich was zu suchen hat. Die Elefantenbullen sind an sich Einzelgänger und erlebt eben eine kleine Gruppe. Eben auf freier Natur sind die Tiere bei den Elefanten eigentlich Einzelgänger. Man kann aber immer mehr beobachten, dass ein massiver Lebensraum von uns eben auch die Elefanten holen dazu. Ja, mehr oder weniger auf die Grundstücke zu
Hilfe. Und das klappt. Und dann siehst du den, der unter der Mama hier der ist dann so ein bisschen krass. Und der ältere Edgar wird, ist relativ immer mehr Konkurrenz für ihn haben. Und das ist dann so ein Problem, dass bei den beiden so ein Mund klappt und momentan. Und ob dann irgendwann der Edgar doch die Felsen gibt, dass dann die Nachrichtung von der Mama auf dann wirklich den Zug kommt. Ja, die letzte Elefanten, die wir hier noch haben, ist unsere Astra. Zum Beispiel war 20 Jahre alt. Eine sehr, sehr gute Folge vom Tilwart. Beide Kämpfe sind seit über 20 Jahren. Das einzige Problem ist, dass ich Astra mit Rani kommt, versteht. Und damit natürlich Rani trotzdem mit dem Blut für die längste Zeit am Tag mit der Härte ist, ist eben Astra mehr oder weniger teilweise mit bei uns verzögert. Damit auch natürlich Astra trotzdem ihre sozialen Kontakte pflegen kann, wollen sich die Härte im Tag schon noch immer wieder ein bisschen an ihr zu sagen, dass eben alle Elefanten ihre sozialen Kontakte pflegen können. Eben trotzdem als intelligente und soziale Gehörige wegen der sozialen Kontakte nachgehen können. Ja, das Elefantenfahrrad hat hier einen relativ wichtigen Hintergrund. Das liegt einfach damit, dass wenn man die asiatischen Elefanten in der Freier Natur immer wieder mit Wasser umgeben sind, sei es mit einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit, große Flusssysteme, die durchquert werden müssen oder eben Schrägenzeichen, ganze Landabschnitte überflutet werden. Von daher sind bei den asiatischen Elefanten sehr, sehr gute Schwimmer, sehr, sehr ausdauernde Schwimmer. Und deswegen ist es eben auch unerlässlich, uns zu unterscheiden. Es wird hier mehrere Badebecken anzubieten. Wir haben insgesamt 4 Badebecken, die uns zu Leib sind. Und wie gerade schon erwähnt, ist das eben unerlässlich, zu uns zu führen. Ja, ich sage mal, ich sehe diese Abdeckung am Tag und sage, dass die diese Abdeckung, die hier beraten zu stellen, hat auch noch einen gewissen hygienischen Aspekt. Man sieht das ja bei uns jetzt hier gerade beim Thema, wo ich gerade rechts im Bild stehe. Die Elefanten haben so eine kleine Dreckschicht am Körper und meistens das Sand neben den Sternen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für die Elefanten, dass sie einerseits ein Schutz sein Stellbücken, sein Stellbücken, sein Zahlinger, also ganz viele Elefanten, aber auch bei der hohen Sonneinstrahlung, bei dem großen V-Index, ist es eben auch ganz wichtig, weil es ihm quasi jetzt noch eine Sonnengräbe. Das muss aber einmal am Tag noch nicht abgewaschen werden, weil die Haut auch unter relativ schnell austrocknet. Deswegen gibt es eben einerseits das Elefantenbad, aber alle unsere Tiere werden einmal am Tag ganz gründlich geduscht, damit eben die Haut so schön regenerieren kann. Auch meistens ist das nicht von einmal dauernd, sie werden auch gleich sehen können, dass unsere ganzen Blumentiere und den Panther, die mit dem Wasser aber einmal richtig einsanden werden, damit eben diese Schutze wieder auf den Körper hochgetragen wird. Ja, Obst und Gemüse ist bei unseren Elefanten, bzw. die Äpfel, die Sie gerade gesehen haben, mit Abstand der kleinste Teil der Ernährung. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Elefanten reine Pflanzenfresser sind. Ein ausgewachsener Elefant frisst am Tag ungefähr 150 Kilo. Bei 11 Elefanten ist das Weibchen anderthalb Tonnen Futter, was transportiert zur Verfügung stellen. Die Elefanten sind leider sehr, sehr schlecht Futterverwerter, etwa 20% des Futters wird verwertet. Und deswegen kommt ungefähr eine Tonne am nächsten Tag ein bisschen wieder raus. Deswegen genau, relativ großer Arbeitsaufwand. Und wenn man sich die Rundweise anschaut, sieht man auch relativ hoch. Deswegen ja, Elefanten leider sehr, sehr schlecht Futterverwerter. Ja, die Hauptfütterung bei unseren Elefanten ist jetzt momentan in der Sommerfütterung eigentlich überwiegend Grünfutter, quasi frisch geschnittenes Gras, aber auch relativ frische Äste. Generell Holz ist ein sehr, sehr wichtiger Anteil unserer Elefantenernährung. In der Rinderfütterung ist das dann ein bisschen anders, da sind die ersten Möglichkeiten, das Grünfutter anzubieten. Da gibt es dann quasi Heu, quasi für das Grünfutter. Das ist für unsere Elefanten gerade schon wesentlich über anderthalb Grünfutter am Tag. Ja, Obst und Gemüse, wenn man das verwendet, ist natürlich der Sinn aus Süßigkeit. Die Sprache ist auch so ein bisschen das Training an unsere Elefanten, der immer am Tag sehr gut trainiert. Das hat vor allem medizinische Zwecke, aber bei so hochintelligenten Tieren wie Elefanten ist es eben auch wichtig, den Kopf auch nicht anzustrengen, den Training. Und was ganz, ganz essentiell ist, ist die Produktverhaltung. Aber es hat natürlich einen gewissen medizinischen Aspekt. Und unsere Elefanten müssen zum Beispiel einmal im Monat Schläge, einmal im Monat muss Blut abgenommen werden, aber was die Anschiebung muss, dann kann die Elefanten optimiert sein, dass man sie ranbringen kann. Also dass sie zum Beispiel Allergiefarben vorstellen können, oder beispielsweise die Füße. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ihnen am Tag ein ganz intensives Rennen mit den Elefanten machen. Die sind für Elefanten eine super Abwechslung für uns als Pfleger natürlich ein absolutes Privileg, mit den Tieren so eng zusammenarbeiten zu dürfen. Gerade schon erwähnt, dass so hochintelligente Tiere sind, die auf tagtäglich positiv zu hören. Die Elefanten haben zum Beispiel schon das Elefantenbaden beendet. Die hatten jetzt ein bisschen Vorlauf, daher die Regnung um war, deswegen waren sie schon ein bisschen am Baden. Ansonsten, ja, würde ich mich jetzt verabschieden. Falls Sie noch Fragen haben, ich würde gerne noch ein, zwei Minuten stehen. Kommen Sie gerne auf mich zu. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und für Ihre Einsicht und Sie sind aufgehört. Thank you.